Es ist Herbst und der Herbst ist fast vorbei. Und in dem Moment fallen die Blätter von den Bäumen und vor uns steht ein langer Winter. Der deutsche Dichter Rainer Maria Rilke hat im Fallen von den Blättern zugeschaut. Und er hat gesehen, was wir ja eigentlich alle wissen, dass die Blätter nicht einfach den Stein von den Bäumen runterfallen, sondern sie fallen langsam, vom Wind dreht, meistens mit so einer Bewegung, die ein hin und her geht, wie wenn etwas Nein sagen würde. Der heutige Sonntag ist der Ewigkeitssonntag. Und an diesem Tag denken wir an das grosse Nein von unserem Leben, an das Sterben und an den Tod. Es gilt Abschied zu nehmen. Wir müssen loslassen. Und dieser Sonntag ist der, wo wir an das Sterben denken. Der Rainer Maria Rilke hat die Blätter angeschaut und daraus ein grossartiges Gedicht gemacht. Es ist ein Gedicht, das über den Herbst ist, aber eigentlich ganz viel über den Tod sagt. Ich möchte das Gedicht vorlesen. Die Blätter fallen. Fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt und sieh dir andere an. Es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Wissen Sie, das Gedicht, das berührt mich. Da ist ein Satz drin, den ich einfach mitnehmen will. Unendlich sanft. Da ist Gott. Und wenn wir fallen, fallen wir in seine Hand. Nicht grob. Unendlich sanft. Mit dem Gedanken gehen wir weiter. Ich lade dich ein, nachzudenken über deine Freunde, Bekannten, die verstorben sind und die leben. Und vergiss es nicht. Wenn wir fallen, ist es unendlich sanft in die Hand von Gott.